Neuer Versuch. Wir gehen rein in die neue Folge von Twitch Clips Germany. Was mir schon mal auffällt beim Betrachten, ich sehe Lilly und ich sehe die liebe Segora. Nice. Die beiden zusammen sind auch mal eine ganz heiße Kombination. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ihr schreit wieder, wenn es zu laut oder zu leise ist. Und Dankeschön an der Stelle für den Follow. Und ich würde sagen, let's go. 23 Minuten. Hui, schöne Länge. Und jetzt viel Spaß mit der Folge Twitch Clips Germany Fusion. Irgendwann sehe ich Segora noch entweder bei Germany's Next Topmodel oder bei The Beauty and the Nerd und sie wird einfach so ein Zwischending sein. Beides. Beauty und Nerd. Wer weiß, wer weiß. Gewünscht von? Bootfahrerin. Oh, guck mal, das Overlay ist oben anders. Das finde ich hübsch. Das sieht viel, viel, viel cleaner aus. Gefällt mir sehr. Sie datet sich dann selber. Ja, wahrscheinlich, Segura datet sich dann selber. I'm the scared man. Okay, das fand ich super. Hätte ich nicht so hinbekommen. Respekt. Oh, wenn ich krank werde, Miri haut mich und euch. Ist der ein Schneeengel? Oh Gott. Ist das schön? Ist das schön? Es wäre schön, wenn wir die Sauna schon stehen hätten, ne? Du wirst doch krank. Los, schnell ins Feuer. Du holst dir doch was weg. Oh mein Gott. Warum wirkst du mit Brille warum so anders? Wickst du, Ben? Warum wickst du? Wenn man mit ihm rumläuft, so, dann hat man Stuhlgang. Oh, lol. Ich hab mit der Q getroffen. Oh, nice one. Boah, die hat diese Q getroffen. Die hat mich mit ihrer Q getroffen. Im Hintergrund. Ist Kurama und Kurama. Wenn du nicht hochkommst, nimm Helium oder Viagra. Komm mal Viagra hoch. Also, ach so, oh mein Gott. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Okay, da hat ein bisschen gebraucht. Oh, wie schön. Aber ich kenne das, wenn du einfach mal so lost bist. Schön. Ich abgelenkt war und ich den Satz nicht komplettieren konnte, deswegen steht da jetzt nur Snick der Igel. Aber so sieht er aus, Snick der Igel. Das könnte ein perfektes Meme sein. Snick der Igel. Snick der Igel. Da habe ich jetzt aber mal eine Frage. Der Clip ist ja jetzt ein bisschen älter. Sind nicht eigentlich immer nur aktuelle Sachen oder geht es danach, wann was eingeschickt wird? Das heißt, kann man dann auch alte Sachen einschicken? Weil letztens hatten wir auch von Hallo Alexa aus Weihnachten rum einen Clip. Ich habe Fragen. Davon gibt es übrigens jetzt auch Merch. Von Snick der Igel. Oder gab's? Kannst alles einschicken? Echt? Das heißt, ich könnte auch alte Sachen einschicken? Außer sie waren schon mal eingesendet. Ah, okay. Das heißt aber, wenn ich meine Woche total unlustig bin, weil ich traurig bin oder sonstiges, kann ich auch alte Sachen einschicken. Gut zu wissen. Wir gucken nachher mal, ob diese Woche schon Sachen eingeschickt wurden. Oh Gott, Luna! Oh Gott. Was? Nein, das ist verschlossen. Warum ist das verschlossen? Nein. Was soll ich denn hier machen? Ah, hier kann man landen. Hat jemand nur Gott-Counter für sie? Oh, schön. Wie hupe ich? Das war nicht die Hupe! Oh, lol. Das sind ungefähr meine Fahrskills. Das sind ungefähr so meine Fahrskills. Das war ja, ich glaube, die Handbremse. Wie hoch wird dein Umsatz voraussichtlich steigen durch die Hamsterverbotsseite? Ne, das Ding ist, Leute schalten ja hier ein, um zu wichsen. Ja? Deswegen denke ich schon, dass das bestimmt viele Auswirkungen haben wird.
bis wahrscheinlich der Jugendschutz auch diesen Stream verbieten wird. Eventuell, ne? Warum geht ihr... Wie süß hat sie sich denn erschreckt? Oh, wie laut ist das denn? Na komm, Schlauch machen wir jetzt noch. Esche, du bist schon ganz unruhig. Alter, krass. Bist du bei der Jugend an der Dose? Wunderbar. Warte mal. Die machen Musik. Okay, die sind gerade live. Das sind DJs. 10 Euro, das heißt pro 10 Euro Donation ein Shot. Bei 50 Euro wird der Schlauch geholt. Die sind doch dicht nach ein paar Sekunden. Oh lol. Okay, dann würde ich freiwillig trinken. Das ist nicht meins. Was ist das denn für eine komische Storywendung? Oh, was war da hoch? Hilfe, warum sehe ich denn jetzt hier rum? Hilfe! Was ist denn jetzt los? Nee, also die letzte Anfrage war vor 6 Stunden und hat mir einfach so ein Knecht Hi geschrieben. Junge, was denkst du dir eigentlich, wenn du irgendjemand eigentlich mit Hi anschreibst? Hi! Hi! Das ist ja Gold wert. Oh, wie schön. Da hat's funktioniert. Du bist unscharf im Stream. Ja, das liegt an meinem Alter. Sei froh, dass ich unscharf bin. Du willst jede Falte sehen und dann rüber zu Amaranth schalten. Oh, ja, das ist gut zusammengefasst. Aber es funktioniert. Das ist kein Scherz. Wurde mir neulich vorgeschlagen, die Tante. Ja. Wer kennt sie denn nicht auf Twitch? Es ist für alles gibt es irgendwo nicht und es gibt genügend Leute, die es interessiert. Ja, why not? Jeder so, wie er glücklich ist, solange er halt nicht irgendwie damit Unfug treibt. Meine Meinung. So ein Ausschnitt. So. 2 Mikros und hat ASMR gemacht, als ob sie dir ein Mikro einblasen würde. What the fuck is wrong with Twitch? Ich kenne die nicht. Ja, das ist halt, da gab es irgendwie große Aufreger, keine Ahnung. Halt, deswegen wurde auch gefühlt, glaube, die Hot Tub-Sektion eingeführt. Ich bin halt immer der Meinung, es gibt Leute, die sich das angucken wollen. Es schadet keinen und jeder so, wie er will. Sie zieht sich halt entsprechend an. Sie hat halt einen Ausschnitt. Ja, mei, ich habe halt auch 2 Brüste. Ich habe auch manchmal einen Ausschnitt, manchmal habe ich keinen, je nachdem, wie ich halt gerade Bock habe. Und solange es keinen schadet, das ist alles in Ordnung, ist meine Meinung dazu. Irgendwie gefühlt, ein paar haben halt Sorge, so von wegen, die nehmen mir die Viewer weg, aber willst du halt, also machst du ähnlichen Content? Das ist so die Frage. Ich finde es in Ordnung. Und naja. Wenn es ihr Spaß macht, warum nicht? Ja, und es rentiert sich halt wirklich für sie. Also, ich glaube, die hat ausgesorgt gefühlt. Aber ja, ASMR ist ein bisschen merkwürdig. Die hatte sich letztens irgendwie auch, was hatte ich gesehen, eine Pferdemaske aufgesetzt oder so. Das war nicht. Es gibt Aufschnitt. Ja, du mein Hallo, ein Wunderschön. Ich bin immer der Meinung, jeder so, wie er will, solange es halt nicht irgendwie gegen irgendwas verstößt oder jemandem wehtut. Und das ist nicht der Fall. Von daher bin ich in der Richtung ganz entspannt. Das erfüllt mich mit großer Freude. Press any key. Warte. Soll ich den Chat da lassen? Ja, ne? Ich lasse den Chat erstmal da. Drück jetzt einen Key, zum Beispiel den hier. Okay. Oh. Da hat aber gerade einen Klicker gemacht. Bye. Hast du auf Raids auf? Sehr low, gut. Ein Gegner übrig. Die rasiert! Oh, geil! Jawohl. Nice! Oh. Spike! Das Teabacon war scheiße. Aber sonst, nice. Spike! Nein! Man hört den Scheiß auch nicht, ne? Schaffst du nicht mehr, schaffst du nicht mehr. Oh mein Gott! Warum gibt das jetzt keiner? Das war jetzt. Das war oh jetzt, nein, ja. Weil sie nicht mehr reingekommen ist. Okay, das ist sad. Das ist wirklich sad. Ich habe total was gegen Teabacon, weil es ist einfach respektlos, meiner Meinung nach. Ich bin auch nicht die beste Spielerin und gerade wenn ich Dead by Daylight oder sowas spiele, werde ich ungerne geteabackt. Von daher sage ich, ist dir zu Recht geschehen. Hättest du vielleicht lieber nicht geteabackt, dann wärst du vielleicht reingekommen. 46. F-
34 Septillionen 723 Sextilliarden 57 Sextillionen 263 Quintilliarden 549 Quintillionen 236 Quadrilliarden 426 Quadrillionen 347 Trilliarden 235. Ah, schön. Hier wird gerade gefragt, gab es nicht mal einen Teabagging-Vorfall mit Flo? Ja, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin die Teabagging-Queen. Ich habe draus gelernt. Ich habe draus gelernt. Teabag niemals Flo. Wenn ihr jemand Neues, alle Hallo schreiben an Masa. Wir wünschen, dass Masa für immer bei uns bleibt. Kennt das still? Kennt das still? Hier ist Goldberg. Ich hoffe, er bleibt auch dort. Nein, denn er besorgt es ihr. Und sie hockt auf allen Vieren. So. Dann macht der Flo die Beine breit und dann schreit er lautlos, was ist hier los? Von hinten kommt ein Zug angefahren. No. Anlauf oder gleich geh? Frag nur interessenhalber. Entschuldigung. Was passiert? Oh, lol. Ja? Es ist alles explodiert auf einmal. Was? Es explodiert alles. Es explodiert alles. Oh mein Gott. Das ist GTA, ist auch anders. Der ist nämlich so abgeknickt, dass die Kirschblüten bis zum Boden ranken. Weil der Baum doch so eingefallen ist, weil der so schwer ist. Wir machen Fotoshooting, hier oder? Hier sind ja so kleine. Und weißt du, warum das so ist? Das ist komplett crazy. Die haben einfach einen normalen Baum genommen, den abgeschnitten, dann den Kirschbaum auch abgeschnitten und dann den Kirschbaum auf den normalen Baum gemacht. Ganz und dann komisch. Sind die ineinander gewachsen. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist komplett crazy. Und deswegen hat er so eine ganz andere Form als so normale dünne Kirschblüten. Ich höre mich gerade nur im linken Ohr lachen. Das hat mich gerade irgendwie ein bisschen... Das Lebensmüde. Warum sterben Männer früher als Frauen? Da ist die Antwort. Da hat sie das recht. Das ist sie. Da hat sie recht. Und da ist noch einer Straße gekommen wegen Russian, die... Du, ich weiß nicht, was Russian heißt. Genauso wenig wie du weißt, was eine K*** ist. Bam, bam. Bisschen paar Hits. Bam, Headshot, Headshot. Wir haben ja noch eine Rechnung offen. Wir werden auch noch Fortnite spielen. Wahrscheinlich machen wir das mit im Sabaton oder so. Da man nicht mehr bauen muss. Ich bräuchte nur jemanden, der mich bei dem Spiel begleitet. Ich möchte das nicht alleine machen. Kleine Ifreides sucht Leute, die mit ihr Fortnite spielen. Ich würde mich freuen. Meldet euch. Yay. Ich glaube, wir müssen hier magnetisieren. Lol. Was ist passiert? Nein, wie ärgerlich. Ich habe echt eine Banane, ja, so soll ich die mal essen. Ich schieb die mir bis hinten rein. Bis ich sie hochmache. Okay, also gut. So random. Warum? Oh no. Du hast die Wahl zwischen Bauen und ohne. Ja, ja, für mich ist ohne Bauen. Das Bauen hat mich immer abgeschreckt, deswegen. Blümchen. Blaues Blümchen. Sag doch was. Farbenblind. Mädel, du bist farbenblind. Die Blume ist nicht blau, die ist gelb. China, China, China. Welcome to America. Aussteigen, bitte. Ja, deswegen habe ich aufgemacht. Was meinst du, warum die Türen aufgehen, wenn ich hier stehen bleibe, hä? Lappen. Meine Güte. Lol, der mit ach dem so. Hut. Natürlich. Klar. Tut mir leid. Sorry. Alter. Ich hab da keine Lust drauf. Na, na, na. Du dumme Scheiß. Von...
Ich erinnere mich an dieses Spiel. Ich erinnere mich an dieses Spiel. Dankeschön für den Follow, den hast du echt perfekt getimed. Respekt! Blitze? Oh Leute. Ja. Warte. Plötze, was machst du denn da mit dem Baum? Ja, man kann ja Bäume, Plötze, es war mir in der Situation etwas unangenehm. Sie hatten nicht mal vorher ein Date. Finde ich unhöflich. Plötze nicht vor so vielen Leuten. Die ist doch noch so nackt. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn das so schön nackt ist und du hast nur so ein paar Büsche da irgendwo und das ist so, das gibt mir so richtige Natur-Vibes hier. Ich mag die Insel. Er hat von der Insel gesprochen, oder? Ja. Die Katze. Die, habt ihr die oben gesehen? So cute. Tiere sind was Tolles. Was? Ich mache ein Battle Royale einfach so jetzt. Bam. Und ich gehe ganz kurz pinkeln. Ihr könnt natürlich auch noch euch was zum Snacken oder zum Pinkeln holen. Schwierig. Schwierig. Easy going. Magnesium. Ah, der war zu schnell geschossen, der zweite. Ich hab nur einen geschossen. Sonja, willst du der Erste bleiben oder nicht? Ja, bitte! Oh. Wie gemein! Zweiter, yeah! Das ist so gemein! Einfach ins Nichts gefallen. Ich finde den Bild so unglaublich schön. Das ist... Irgendwann will ich auch dahin kommen. Wir arbeiten fleißig dran. Bingo. Ich hab da was verwechselt, Chat. Kenn ich. Mhm. Geht mir leider auch oft so. Deswegen bin ich mittlerweile... Ich empfehle solche Flaschen, da passiert das nicht so schnell. Passiert trotzdem manchmal, aber nicht mehr so schnell. Nein, ich hab's genommen, weil wenn ich mich dann verschmiere mit der Schokolade, sieht man es nicht so dolle, wie wenn ich es mit dunkler Schokolade mache. Auf deinen schwarzen Klamotten sieht man, glaube ich, weiße Schokolade eher als auf... Ich meine aber in meinem Gesicht... Ah! Verdammt! Genau jetzt fällt mir was runter, glaube ich. Die Stimme. Wie gut ist das denn? Ich kann ja verstehen. Eva ist halt auch einfach, also, verzeiht mir die Wortwahl. Also halt einfach eine geile Schnecke. Die sieht super heiß aus. Also wirklich, ohne Scheiß. Verstehe ich. Definitiv. Was hat er denn an? Ein Gocki-Kostüm? Das werde ich noch bereuen. Okay. Ah, okay. Er ist ein Bräuler. Er ist ein wunderschöner Bräuler. Oh, scheiße. Hallo, Leute, ich bin Elsa, ich bin die Schneekönigin. Ich habe sogar einen Zauberstab. Expelliarmus. Oh, das sieht so scheiße aus. Oh mein Gott. Ich finde, das sieht gut aus. Wenn du das Kostüm nicht mehr brauchst, ich hätte das gerne. Ich übernehme auch den Versand. Am PC, wenn. Da sitzt immer eine Taube auf dem Dach.
Ich habe sie Almi genannt. Jedes Mal, wenn sie Gurt, sage ich Almi Gurt. Schön. Jetzt muss ich noch einen Beitrag machen mit dem ganzen neuen Loot. Ich muss das jetzt hier noch da rein. Lol. Zack, zack, zack. Das ist Merchandise. Ich mag keine... Was? Taube? Lol. Hey, Bloody. The Wolf. Leute, ich mach jetzt Werbung. Pass auf, ich mach jetzt Werbung. Und alle, die Subs sind, bekommen keine Werbung. Und in der Zeit, wo Werbung läuft, zeige ich meine Brüste. So, das wäre halt übel. Da. Ja, Mann. Warum nicht? Das ist voll clever. Aber du musst, glaube ich, vorher die Freuds fragen. Ich glaube, die haben da... ich würde vorher die Freuds fragen. Ich glaube, denen gehören die. Die Paten haben mitzusprechen. Aber ich finde die Idee voll gut. Das mache ich in Zukunft. Ich sag, ich schalte dann einfach Werbung, aber ich zeige dann Günther. Ich zeige Günther nur noch in den Werbepausen. Das funktioniert besser bei mir als mit den Brüsten. Ja, definitiv. Machen wir so. Also demnächst, wenn ich Werbung schalte, die Subs sehen Günther, die anderen sehen halt Werbung. Set Noises. Kann ich nicht ändern. Mm. Hast du recht. Da muss ich nur an meinen Kollegen denken. Jeden Tag froh, wenn ich da raus bin. Sieht so süß aus. Ja. So, jetzt müssen wir die Nase machen. Die Nase ist nämlich auch ein bisschen andere. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Spinne! Ah, Spinne! Oh Gott! Bah! Das war so ein Weberknecht, aber eklig trotzdem. Also geht. Wenn es eine andere Spinne gewesen wäre, wäre es schlimmer gewesen. Ho, heiliger Bimbam. Heieieiei. Was soll das hier? Schweige, Klackschamane. Hier kann es nur einen geben. Gib den beiden eine Waffe, dann sollen sie selber ausdiskutieren, wer der Auserwählte ist. Ich öffne die Tür erst, wenn einer stirbt. Das gefällt mir. Das ist ja grandios. Das müssen wir nicht diskutieren. Er hat gesagt, einer muss sterben. Er hat nicht gesagt, wer. Wie gut. Wie gut. Geil. Geil. Was soll das denn? Was soll das denn? Er hat... Das ist ja minus 1 immer drauf. Zum Glück war es die Hand und nicht die Weichteile. Heiliger Bimbam. Ach, schön. Das geht mittlerweile. Warum? Warum? Spiel mir das Lied vom Tod, Bitch. Frau Sterntreuer Farmzirkel? Wir müssen dringend mal wieder Phasmophobia spielen. Ich würde gerne für euch singen. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ich freue mich drauf. Twitch Clip Germany. Schaut zu und liked. Jo. Bisschen höher. Bisschen höher. Noch ein Stück. Nein, das war zu weit. So süß. Jetzt bin ich wieder zu tief. Bisschen höher. So ist gut. So sieht das fein aus. Nein, nicht die Waschmaschine. Oh mein Gott. Was soll ich sagen? Also sehr feine Katze. Da geht mir jedes Mal wieder das Herz auf. Das ist einfach... Och, ist das schön. Oh mein Gott. Ja. Super cute. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Und ich bin hübscher. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Schön. Oh, guck weg. Nicht auf die Fingernägel gucken. Hallo. Kann das bitte mal einer klippen? Das heißt, wir sind... Ey, guck mal, Jimbo, guck mal da links. Was? Guck mal hier links.
Guck mal, siehst du das da? Guck mal da unten. Nee, komm mal hier. Guck mal hier. Guck mal das Entendings da. Siehst du das? Wie gemein. Oh. Hatte der eine riesen Seerobbe auf hatte. Ist das eine riesen Plüsch Seerobbe? Oh, ist das cute. Hatte die Deko. Alles weg. Scheiße. Oh no. Oh Gott, der Arme, der tut mir leid. Oh nein. Es ist lustig, aber er tut mir leid. Morabel einfach so. Oh. Oh, fuck. Oh, Busch. Ah. Oh. Entschuldigung. Axelotte Army. Okay. Alles hat sich geändert, seitdem ihr hier seid. Und seit 1000 Jahren habe ich jemanden gesucht, der die Insel beschützt und die Geister widerruft. Ich habe bis zum Ermessen alle Menschen hier getestet, aber keiner von euch dummen Leuten checkt, wer der Chef ist. Ihr baut 13 Kirchen für einen Gott, den ich nicht kenne. Bringt euch gegenseitig um in einem Kampf im Kolosseum. Jeder zweite Heli auf der Insel endet tödlich und normal, dann ist für eure fucking Gruppe gar nicht möglich. Wenn die Natur singt, weil deine Stadt schwingt, dann ruft der Klackilackilack. Das ist ja richtig gut. Aber er hat anscheinend wirklich was verpasst, Rust. Er möchte das nächste Mal mitmachen. Ja, dieser Weg hier, ne? Oder was? Dieser Weg. Oh, nein! Quad! Halt! Oh, nein! Oh, Quad! Hallo! Ich gehe all in. Müssen Sie. Oh, Helm, ey. Pack die Scheiße weg. Ich will hier mitspielen und ihr geht jetzt. Die gehen wirklich! Schön. Jetzt hat er aber keinen mehr zum Spielen. Doro, du musst weg. Lauf durch die Tür raus. Lauf durch die Tür raus. Ja. Bam! 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 Lol. Doro, 16 Monate. Ivrald-Party, Ivrald-Party, ich liebe es, dass du mir schlechte Tage, Phasen leichter und die besseren Zeiten noch schöner und entspannter machst. No. Vielen Dank für den wunderbaren Safe Space und die tolle Community, die du aufgebaut hast, Ivrald. Mathe ist doof. Dankeschön für 16 Monate und Dankeschön für die lieben Worte. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Dankeschön. Hier, das Midnight Ghost Hunt ist auch noch irgendwann, möchte ich gerne spielen. Du brauchst halt du bist halt im Squad unterwegs. Im besten Fall erkennst du auch die gegnerische Mannschaft, damit du halt an keine Arschlöcher gerätst. Anne sucht eine Gruppe, die sie mit aufnimmt. Einsame Streamerin sucht Gruppe für Midnight Ghost Hunt. Vielleicht kennt ihr jemanden. Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich hab mich. Augen auf. Ich habe gehört, Prinzessin, Frauen fahren besser, ne? Mit Bus und Bahn. Nein, es war nur ein Scherz. Zerreiß mich nicht in der Luft jetzt. Möchte ich ja wohl auch meinen. Exi. Ja? Wenn dich mal eine Frau anmacht, die dir nicht gefällt, sag einfach, so wie du aussiehst, wird noch nicht mal eine Kupplung kommen. Scheiße, der ist gut. Der gefällt mir. Lol. Okay. Oh, shit. Frag mal bei Jen Yan, die spielt das fast täglich. Ja, aber ich hab zu den einen keinen Kontakt. Ich bin voll der schlechte Networker und Twitch. Und einfach random anfragen. Ist doch komisch. Oder? Das ist so, ich bin voll schlecht vernetzt. So. Ja, ich habe meine kleine Bubble, aber es sind zu wenig. Deswegen. Hm. Oh mein Gott, da ist sie. Wir haben sie kommen. Ich hatte die Augen zu und habe mich trotzdem erschrocken. Verstehst. Schnauze. Ja. Ja. Findest du jeden Teil meines Körpers schön? Ja. Bedingungslos? Ja. Oh oh. Würdest du auch meine Kacke essen? Nee.
Ich bin gerade am Essen. Schön. Oh, schön. Ich glaube, Jen hat gestern erst noch ein paar Leuten zum Zocken gesucht, weil die alle einen richtigen Job haben und keine Zeit haben. Ja, es trifft mich ja auch noch so ein Schmarrn halt. Es hat aber ein Ende. Es hat ein Ende. Am spätestens 21. ist mein letzter Arbeitstag. Und dann gucken wir mal, ob dieser Traum vom Vollzeit-Streamer mit ich mache nebenbei Emote-Commissions und nehme eure sonstigen Zeichenaufträge wahr wird und ob ich ohne Fairy-Hintergrund groß werden muss oder nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und wenn nicht, dann suche ich mir wieder einen Job. Mal schauen. Was sind das für Fragen? Sehr merkwürdige Fragen. Würde ich Olli niemals stellen. So, einmal hier rüber. Soft moss and waited. There we go. Okay, jetzt bin ich immer noch verwirrt, was ich tun soll. Aber vielleicht bin ich gleich nicht mehr verwirrt. Oh! Warum ist ich habe es gelöst! Nein! Nein! Warum? Warum? Nein! Warum ist sie da eben nicht einfach rübergegangen? Cutter! Ein Mäusekin! Ach Gott. Das hätte ruhig ein bisschen schärfer sein können. Ja, du auch. Hat er nicht. Komm, Promis, wenn die anders frisch anders sind und nicht Dose anders, bin ich dabei. Ach, Kompromiss! Kompromiss! Ich hab Kompromiss als Kompromiss vorgelegt! Kitten! Was stimmt mit dir nicht? Das frage ich viel zu oft. Essen. Können wir bei Kitten nicht einfach so einen Counter haben für jeden Versprecher? Ich wäre dafür. Ich bin gespannt, wie viel am Ende des Jahres zusammenkommt. Abonniert Twitch Clips Germany. Lol. Okay. Damit fliegst du auf Wolke 7. Damit fliegt man ganz bestimmt auf Wolke 7 und auch weiter nur. Missy. Patty. You're one of those. Geil. Alter, die ist so unfassbar krass bequem und sie fühlt sich so gut an. Wenn ich irgendwas unterm Tisch mache mit meinen Händen, dann streiche ich mich, okay? Das ist ein Haar von mir. Es fühlt sich so gut an. Entschuldigung, Ari, fühlt sie. Meine Jogginghose fühlt sich auch ganz gut an. Das Streichen im Stream ist aber merkwürdig. Das lass mal lieber. Oh mein Gott! Oh, der geht schnell los. Fuck! Oh mein Gott! Mm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Richtig übel. Oh mein Gott! Ha. Oh mein Gott! Richtig, richtig, richtig übel. Ich finde das total gut. Clippy hat's, das ist so, ich will das nicht, ey Mann, ja, brutal normalerweise. Also bevor jetzt hier, warum tun Menschen sowas? Also, ich habe das Zeug auch hier, so. Ich wurde damit auch geinfluenced. Allerdings bin ich nicht lebensmüde und mache das nicht für mich, sondern ich habe das am Montag Olli gegeben. Aber gesagt, er soll nur mal dran lecken. Ganz wichtig, falls ihr auf die Idee kommt, das auch machen zu wollen, unterschätzt das nicht. Ich muss jetzt hier mal wieder die Aufgabe der Mutti übernehmen. An der Stelle, bevor ihr jetzt denkt, so, ha, ist doch kein Ding, ich kann doch scharf ab. Wir reden hier von 1,8 bis 2,2 Millionen Scoville. Das könnt ihr nicht einfach so ab. Das kann wirklich gefährlich sein. Wenn ihr das macht, dann achtet darauf, dass eine Person bei euch ist, die sich um euch kümmern kann. Legt Toastbrot bereit, legt Milch parat und
Habt auch nur im besten Fall noch eine Banane dabei. Mutti Anne, ja, Mutti Anne kommt da ganz kurz drauf, bevor jetzt hier noch mehr auf die Idee kommen. Ich habe das Olli gegeben, ich habe das für Olli bestellt. Hab gesagt, er soll mal dran lecken und er hatte wirklich damit zu kämpfen. Subs hier 10.000k, bei 10.000k lecke ich gerne einmal dran, ja. Bei 10.000 Subs, kein Problem. Dann bin ich auch bereit dafür. Vorher nicht. Ich werde den nie essen. Egal wie viele Subs. Nein. Nein, 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 nein. Bei 10.000 halte ich mal die Zungenspitze ran und dann war es das auch. Also Olli meinte, es wurde halt dann irgendwann, er hat dann Wasser getrunken, das Wasser war dann sauer vom Geschmack her. Das ist halt echt krass. Bei 10.000 Subs lecke ich einmal an diesen Chip. Ist kein Problem. Ich habe übrigens noch für Paul und für Flo so einen bestellt, weil ich gerne sadistisch bin. Paul hat mir direkt eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, nein. Hat direkt gesagt, nein. Anbieten, oh mein Gott. Dankeschön für 5 verschenkte Abos. Dankeschön für das Abo an Speedcrafter, an Instrick, an Flemingnator, an Sokayu und an Harmonika. Dankeschön. Oh, Milch wollte Olli nicht, weil ich keine kalte Milch hatte und nur warme Milch. Das on my way to 10.000. Okay, okay, okay. Ja, und Flo, ich gebe das Olli morgen mit, damit das mitnehmen kann. Das ist... Es ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Halt in der Packung drinne, die liefern einen Handschuh mit und der ist extra verpackt. Yeah. Hier ist nur ein Chip drinne. Falls ihr wirklich sagt, hey, ich habe jetzt Bock darauf, macht das wirklich nur, wenn ihr nicht alleine seid. Hi Olli, möchtest du mal dran lecken? Nee, danke. Möchtest du den morgen Flo mitnehmen? Nee. Ich habe gesagt, bei 10.000 Subs lecke ich einmal dran. Okay. Viel Spaß. Der da ist. Wie war das für dich? Die Erfahrung möchtest du mal ganz schlimm. Du hast auch nicht angenehm. Machst du das jetzt? Nein, ich habe gesagt bei 10.000 Subs. Ah. Ich bin nicht bekloppt wie du. Ja. Der sich einfach von seinem Ehepartner überreden lässt. Ja. Tja, sad. Tja, nun. Ja, dann mal Attacke. Wie ist mit dir mit Essen? Ich habe Hunger. Ja. Ein Stöhlchen würde reichen. Oder wenn du kochen willst, dann kochen. Mir eigentlich egal. Aber kein Nacho. Nicht den. Okay. Alles klar. Olli, do it again, kommt hier. Sabaton wird wild. Bitte, Dorsax. Hast du irgendwas spezielles Appetit? Oder? Nö. Ich überleg, ob ich sonst kurz losgehe, was wurde. Wie du willst. Also ich richte mich da komplett nach dir. Ich würde auch einen Burger im Stream essen. Ich bin da mittlerweile abgehärtet. Ich nehme einfach meine Kamera raus und esse dann. Pizza? Pizza? Nee, eher nicht. Nicht so? Nicht so. Okay. Pizza fühle ich nicht. Okay. Schmeckst du wieder Dinge normal, wird hier gefragt? Dann habe ich die Dinge nicht nochmal geschmeckt. Wegen dem Nacho. Da hat sie sich das Wasser sauer an. Achso, ja, das war eine halbe Stunde kurz danach. Ja. Ging wieder. Zunge war taub. Geht. Ja. Geht, geht. Alles wieder in Ordnung beim Olli. Also. Wisst ihr Bescheid. Micha, Hallöchen. Die findet ihr auf Amazon. Seid vorsichtig. Mama Reides hat gesprochen. Sorry. So. Kannst auch vor der Cam essen, stört mich nicht. Ja, ein Burger vor der Cam essen finde ich schon ein bisschen schwierig. Oder einen Döner oder sowas. Deswegen, und das kann halt auch wirklich lebensgefährlich sein. Du kannst halt einen Kreislaufkollaps bekommen und alles mit Schärfe. Deswegen, falls ihr das wirklich macht, vorsichtig bei sein. Okay. Oh mein Gott. Der arme Mensch. Ha. Oh mein Gott. Auch wenn es einen für doof hält. Hallo. Es ist nicht immer nur einseitig, ja? Also ich meine, Männer sind toll. Männer können gut küssen. Männer sind toll auf vielen Gebieten. Frauen auch? Bitte? Das ist nicht nur. Also, ne, Männer sind toll, sag ich einfach nur. Also, vielleicht willst du es ja mal probieren. Also, okay, das ist jetzt. Das klingt falsch. Schön. Weiß ich nicht mehr. Ich war Brain AFK und wir hatten so einen echt alten und echt behinderten Durchlauferhitzer in der Küche. Und ich habe ihn angemacht. Also ich habe einfach den Wasserhahn aufgemacht und nicht darauf geachtet, dass das Wasser heiß ist. Das Wasser in die Gießkanne getan und dann damit die Kräuter gegossen. Und dann sind sie gestorben. Also ich schätze mal, ich habe die Kräuter im Topf gekocht.
Ding ist, dieses Unsichtbare, das bringt ihm einen Scheiß, Junge. Ich sehe ihn immer. Oh. Oh, Bro. Weißt du, du sagst das so und dann... Ja, ja. Wie? Mit einer Hand, Leute. Wie? Oh mein Gott. Ich warte immer noch, dass Gronkh sagt, abonniert Twitch Clips Germany. Das, oh, warte mal. Weder schneidet das raus. Wie gut. Wieder mal. Dankeschön für diese Folge. Vielen, 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 vielen Dank an Clippy für diese Folge Twitch Clips Germany. Lasst einen Daumen hoch da und setzt euch das auf die Playlist und guckt euch das immer zum Schlafengehen an. In Dauerschleife. Minimum.